Also, dann möge ich Sie ja recht herzlich zur heutigen Medienkonferenz und spielen morgen auswärts gegen die FC Schaffhausen, Runde 10. Das zweite Viertel, das startet jetzt in der jetzigen Challenge League. Morgen Abend, vorneweg eine Info, und zwar betrifft die Länderspielpause. Dort haben wir noch ein Testspiel abgemacht in der kommenden Länderspielpause, und zwar am Donnerstag, 12. Oktober, am Morgen um 11 Uhr, auswärts in Luschenau gegen Austria-Luschenau. Das einfach vorneweg als Info für die bevorstehende Länderspielpause. Dann schauen wir voraus auf morgen, personelle Situation. Gesperrt ist der Sandro Wieser mit 4 gelben Karten. Gefördert haben wir niemanden, verletzt die gleichen wie letzte Woche schon auf Hasler, Rahimi, Gajic, Isik und Ibrisimovic. Und fraglich haben wir von morgen aktuell niemanden. Gut, Decki, starten wir mit dir. Du bist aktuell unser Topscorer, 5 Goal und 1 Assist im neuen Spiel. Läuft also sehr, sehr gut im Moment. Wie bist du aktuell selber zufrieden mit deinen Leistungen? Danke, ich fühle mich sehr gut momentan, auch mit der Mannschaft. Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und es ist immer schön, wenn ich der Mannschaft helfen kann mit Goals und Assists. Und ja, ich finde, wir haben eine gute Trainingswoche gehabt und sind parat für morgen. Sehr gut, danke Decki. Stogi, schauen wir voraus auf morgen, Schaffhausen. Schwieriges erstes Viertel in der Meisterschaft. Das letzte haben sie aber 3 Unentschieden geholt, unter anderem auch gegen den FC Sion. Was erwartest du von ihnen morgen? Ähnliches Spiel und die ähnliche Ausgangssituation, die wir das letzte Mal hatten. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, wir haben alle Chancen, die wir hatten, genützt, wir haben einen guten Tag vertuscht. Aber sie haben sich stabilisiert jetzt, sie sind defensiv kompakter jetzt, sie haben natürlich jetzt auch eine schwierige Phase hinter sich, sie haben sich jetzt nicht jetzt direkt befreien, aber jetzt im Heimspiel ist für mich klar, dass sie auf der Kunststraße im eigenen Stadion probieren, einen Sieg zu einfahren. Da müssen wir gewappnet sein. Aber ich war es so, dass wir aufgrund unserer Leistung jetzt und aufgrund von der Situation, wo wir aktuell sind, sehr als Favorit in das Spiel gehen, mit dem wir umgehen können. Und unser Ziel ist, zum 3 Punkte zu holen. Aber ja, das letzte Spiel müssen wir vergessen, ganz klar, weil so wird es nicht mehr gehen. Aber wir müssen alles in die Waagschale werfen und darum ist nochmal vor der Länderspielpause ein 3 holen, hat jetzt oberste Priorität. Sehr gut, danke schön. Hast du dir also auch das Unentschieden gegen Sie und die anderen nicht? Hast du dir die Informationen? Sind es verdient, die Unentschieden gewesen, oder hätten sie sogar gleich nicht gewinnen? Wie sind es zwei? Sowohl als auch. Also sie haben in Baden haben sie dann, oder gegen Baden haben sie Unterzahl, haben sie das Goal gemacht, konnten am Schluss noch das Goal über gegen Sie. Sind sie auch gut dabei gewesen. Klar hat Sie dann noch teilweise die bessere Chance gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie völlig unterlegen sind auf Kampffall. Darum, ich bleibe dabei. Mit etwas verändertem Personal, ein, zwei Transfer, die sie noch gemacht haben seit dem letzten Spiel. Besser, stabiler. Und ja, sie sind sich natürlich wahrscheinlich auch ihrer Situation bewusst, was einen Gegner immer gefährlich macht. Und jetzt zu Hause auf dem Terrain, wo sie sich gewohnt sind, wenn sie auch noch, natürlich wie wir auch, einen Dreier holen. Für sie wäre es ein Befreiungsschlag und wir müssen da alles in die Waagschale werfen. Und der gute Spirit und der gute Lauf, den wir jetzt haben, in vielen Belangen noch wieder beweisen. Und das geht es jetzt vorhin nicht beweisen und vor allem jetzt vor dieser Pause nochmal Schwung mitnehmen. Hast du dass ihr das 0-6 da schon ein bisschen vom Magen liegt? Dass sie dort vielleicht schon sagen wollen, so schlecht sind wir auch nicht, das erste Gefühl? Das würde mich überraschen, wenn sie auf dem Magen liegen. Das macht sie umso gefährlicher. Zum einen, weil sie sagen, das darf nicht mehr passieren, oder da haben wir noch wenig offen. Und zum anderen, habe ich erst einmal gesehen, auf unserer Seite, das Spiel wird sich nicht wiederholen. Oder dass man so viele Chancen die noch gleich macht, das wird sich nicht wiederholen. Man muss immer wieder neu investieren. Und wenn wir die richtige Reihenfolge haben, dann haben wir Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Wenn wir es nicht haben, wird uns ein Gegner auch bestrafen. Und Schaffhausen hat die Mittel, dass die Schwierigkeiten haben aktuell, ist unbestritten. Wir müssen die richtige Reihe Erfolg haben und wir bestimmen, wie wir ins Spiel gehen. Und wenn wir das tun, dann würden wir sie vor Schwierigkeiten stellen. Wie stark wurmt es noch die zwei letzten Spiele, also wo man geführt hat und nachher das eine verliert, das andere ist noch ein Remis, wie stark ist dann da? Oder abgehakt? Also ich finde, ja, wir haben es abgehakt, aber normal hat es wehtun. Wir haben das auch sehr gut angeschaut, weil es kann nicht sein, dass wir zweimal hintereinander in den letzten Minuten ein Goal überkommen. Wir haben es diese Woche sehr gut angeschaut, haben gute Videoanalyse gehabt, gute taktische Trainings. Und ich bin überzeugt, dass es morgen passieren wird. Wie
gut angeschaut. Das heisst, weil ich schlüsse zu Hündrus immer, dass kurz vor Schluss jetzt zweimal in einen Gegengol überkommen. Ja, Golen stehen immer aus Fehlen, aber es ist nicht immer nur der Moment, wo dann so ist. Keine Reaktion, aber es ist halt immer ein Vorlauf. Also wir haben ja nicht aus heiterem Himmel, wenn sowohl in A gegen Aarau oder in Aarau wie gegen Thun auch, haben wir eine Phase gehabt, wo wir dem Gegner zu viel Platz haben. Wir sind zu passiv gewesen. Ich will nicht sagen, ums Goal bettelt, aber wir haben einfach zu wenig für Spiel tun. Wir haben aber über jedes Spiel, und das vergleiche ich auch, oder das kann man nur vergleichen miteinander, wir haben in Aarau die Chance, um das 3-2 machen, wir haben gegen Thun die Chance, oder wir müssen es 2-0 machen. Und das sind schon so Punkte. Immer noch auf die Fehler schauen, man muss auf das schauen, was man kann haben, und wir hätten jeweils können das Spiel entscheiden, von unserer Seite her. Und das war auch der Fokus gewesen. Und dass Fehler passieren, dass ein Gegner auch Shooter hatte, beziehungsweise Chancen kriegen kann, das ist völlig normal, da habe ich auch kein Problem damit. Mir geht es darum, wenn wir uns das erarbeiten, dass wir dort auch die nötige Souveränität und die nötige Klasse haben, um das auszunutzen. Aber nochmal, junge Spieler, viele junge Spieler, das ist ein Lernprozess. Und die Erfahrung oder das erste Viertel sagt, jetzt, wir müssen es gegen keine Mannschaft verstecken. Wir haben ein Spiel gehabt, wo wir nicht verdient haben zu gewinnen. Wir haben ein Spiel, wo wir hätten müssen gewinnen. Ich sage, wir haben den einen oder anderen Punkt zu wenig, aber trotzdem sind wir gut dabei. Und mit einem Dreier jetzt in Schaffhausen könnten wir uns dort festsetzen, wo wir aktuell sind. Und das ist das Ziel. Und deswegen an dem festmachen, wo wir hätten machen müssen. Es sind Chancen und es sind die eigenen Möglichkeiten, weniger dem Fehler, den man gemacht hat. Ja, vielleicht noch die Frage, über 5 Goal. Du hast angesprochen, bist der Leader der Torschützenliste. Du spielst aber nicht immer von Anfang an, Joker, aber ist dein Ziel, Stammplatz von Anfang an spielen zu können? Ich glaube, das ist von mir im Spiel das Ziel, dass man von Anfang an spielt. Also ich gebe immer alles von meiner Seite, ob ich von Anfang an spiele oder nicht. Ich bin immer parat und das weiss der Coach auch.